Hallo Leute, heute möchte ich euch mein neues Gehäuse vorstellen von Corsair. Und zwar handelt es sich um das Obsidian 650D. Ja, ich werde das mal auspacken, das gute Stück. Ist eben angekommen. So, einmal schneiden. Vorsichtig, sonst habe ich gleich einen Kratzer drin. Gehäuse, und das will ja keiner. So. Ui, das sieht ja schon mal prächtig aus. So. Tja, wie bekommt man jetzt so ein Gehäuse da raus? Das ist fest. Tja, ich glaube, wir legen es mal auf die Seite. Dann geht das vielleicht. Ah, seht ihr? Einfach hier auf die Seite legen, bisschen dran ziehen, dann geht das schon. Gut eingepackt. So, wie ihr seht, ist eine Beutel drum, irgendwas. So, dann wollen wir das gute Schmuckstück mal rausholen. Seht her. Es liegt also auf dem Gesicht. Es wird auf dem Gesicht transportiert. Das müssen wir. Ja, das ist der Boden. Seht ihr hier die Füße? Wie schön das ist, kann ich euch gleich zeigen. Gummifüße. Hier auch. Hier seht ihr schon gleich den Staubfilter fürs Netzteil. Passt ja gut, dass ich euch das zeigen kann. So. Ja, machen wir einmal so und dann drehen wir das Ganze mal um. So, da haben wir schon mal das gute Stück. Ja, sicherlich wollt ihr jetzt einige Daten hören. Sagen, das ist ein ATX Mini Tower. Hier oben seht ihr einen 200er Lüfter. Den könnt ihr ersetzen durch entweder 220er Lüfter oder 240er Lüfter, je nach Wahl. Die schwarzen Schrauben dazu liegen hier mit im Gehäuse drin. Hier seht ihr die Klappe. Für eine Festplatte, wenn ihr mal eine andere Festplatte einfach mal schnell anschließen wollt, eine 2,5er hier rein und bei einer 3,5er geht hier dieser Pinöckel runter und dann könnt ihr sie einfach drauf schieben und benutzen. So, dann zeige ich euch das ganze Teil mal von innen. Wie ihr seht, hier drückt ihr das runter, zieht es zu euch und nach oben. Und schon kann man in den Rechner reingucken. Ja, das ist das gute Stück. Hier für eure Kabelverbindung. Sehr gutes weiches Gummi, nicht zu weich, nicht zu hart. Jo. Hier habt ihr die Anschlüsse. Ja. Hier sind noch die Schrauben, die ich gesagt habe. Entkopplungsgummis für die Festplatten oder für die Lüfter. Ich glaube, für die Lüfter war das. Ja. Und hier, wie ihr seht, einfach rausziehen. Und schwuppdiwupp, Festplatte montieren und wieder reinschieben und Spaß haben. Genauso wie ihr hier seht,
braucht ihr nachher nur einfach das DVD-Laufwerk oder Blu-ray-Laufwerk hier reinschieben, braucht ihr nichts weiter machen, einfach von vorne reinschieben und das war's schon. Befestigen tut sich das von alleine. Müsst ihr einfach mal austesten. Hier vorne sitzt ein 200 mm Lüfter. Den könnt ihr leider nicht tauschen gegen einen 120er oder so. Der ist fest montiert. Wird wohl sehr schwer werden, den mal zu tauschen. Es ist aber möglich, indem man von innen die Käfige von den Festplatten sind hier mit einzelnen Schrauben versehen, hier, wie ihr seht, Rändelschrauben, einfach abmachen, dann könnt ihr die Käfige rausziehen nach da und das war's. Habt ihr hier Platz, kommt ihr hier an den Lüfter dran, wenn ihr den mal wirklich demontieren wollt und euch einen Adapter dafür holen wollt oder sowas, je nachdem, was es dafür gibt. Vorne ist noch ein Filter drinne. Ja. Folie brauchen wir ja nicht mehr. Dann muss ich jetzt mal das Tesaband hier abmachen. So. Wie ihr seht, ihr drückt einfach drauf und hier könnt ihr den Filter, das ist ein Staubfilter, den könnt ihr einfach rausnehmen und ja, auspusten, auswaschen. Je nachdem. Hier seht ihr nochmal den Lüfter. So sieht das Ganze aus. Dann einfach wieder hier rein. Zumachen, fertig. Hier oben seht ihr die Anschlüsse. Zweimal USB 3.0, zweimal USB 2.0, Firewire und Audio und Mikrofon. Jo. Hier seht ihr den Powerknopf. Der ist von innen selbst beleuchtet. Und hier ist die Festplattenanzeige. Wenn die Festplatte läuft, leuchtet das auch. Was ich noch vergessen habe zu sagen, hier oben seht ihr noch einen Schalter für die Lüftersteuerung. Dreifach ist die. Da könnt ihr das ganze Gehäuse dann eben besser belüften, schneller. Die Lüfter drehen schneller und oh. Ich würde mal sagen, die Verarbeitung von dem Gehäuse ist sehr gut gehalten. So wie man es eigentlich von Corus erkennt. Und ich werde euch in meinem nächsten Video dann meine Hardware da drin mit vorstellen. Darauf könnt ihr schon gespannt sein. Es geht nämlich um den neuen CPU mit dem Sockel 2011. Ich kann euch schon so viel verraten. Im Overclocking-Bereich auf 4,7 GHz. Ist schon mal locker drin. Habe ich schon angetestet. Und ja, ich würde sagen, wartet mal, bis das nächste Video kommt. Bis dann und noch viel Spaß. Tschüss.